Wir sind wieder zurück in Echo, mal wieder in unserem Forsthaus. Ja, wir haben ja noch einen Weg zu machen. Und hier müssen wir jetzt irgendwie mal diese Kluft überbrücken, wo hier gerade nichts ist an Erde. Das ist schon ein bisschen schwieriger, aber auch nicht so wahnsinnig kompliziert. Die Bäume habe ich schon mal weggeklöppelt. Haben wir jetzt Erde da? Ich glaube nicht. Ich glaube, den habe ich nochmal leer gemacht. Ja, der ist nochmal leer. Gut, ich habe noch was. Ich habe ja noch was, ne? Ich muss ja wieder was eingefallen. Was da auch noch wunderbar hinpassen würde. Achso, hier, die LKWs habe ich mal hierhin sortiert. Und der eine steht da ganz alleine, weil ich die aufgeräumt habe. Ich habe endlich mal hier das Lager aufgeräumt und siehe da, wir haben ganze. Ja, wow, 38 Frames mehr. Wow, das ist. Ich bin begeistert. Moment, hier können wir einfach nur die Schaufel reinhalten. Schaufel reinhalten, danke. Dann. 9. Ja, das lohnt sich ja richtig hier in Erde. Wow. Okay, das ist ja nicht so schön. Den Kompaktladen, den brauchte ich ja leider. Zwischen den Folgen mal. Wo habe ich die ganze Erde davon hingeballert? Was habe ich damit wieder gemacht? Ich weiß es nicht. Na komm, egal. Jetzt wollen wir erstmal hier ein bisschen Erde auffüllen. Ich weiß gerade gar nicht, bis wohin wir die auffüllen müssen, aber so ein bisschen auffüllen müssen wir sie. Du, leg den nochmal dahin. Danke. So, mal gucken. Und zwar hier so. Ja, es wird ein bisschen sehr weit. Vielleicht sollte man hier tatsächlich so eine Kurve einschlagen. Ja, es wäre gar nicht mal so doof. Kommen die beiden Böppelchen hier weg. Der auch, der nicht, der schon, eventuell. Ne, vielleicht auch nicht. Der schon. Und der auch. Und wenn wir schon mal dabei sind, können wir das ja, das Ganze auch schon mal ein bisschen weiter entspannen. Dann haben wir zwar da oben nicht ganz so viel Fläche, aber ich glaube, es geht noch. Hier ist auch schon wieder Lehm. Ich weiß nicht, hier ist überall Lehm in den Wänden. Verlehmte Geschichte. Ach so, hier. Ach, das müssen wir sogar so lassen. Das ist ja wieder toll. Ja, das ist hier nicht so gut. Nicht gut, nicht gut, aber auch egal. Das kriegen wir auch trotzdem noch schön hin. Dann brauchen wir den Lehm hier wesentlich aus den Wänden pulen. Das ist schon mal ganz schön. Das ist schon mal ganz okay. In Lehm haben wir gerade wirklich mehr als genug. So viele Ziegel machen wir gar nicht. Naja, obwohl es steht ja noch ein Gebäude aus, was man auch aus Ziegeln bauen könnte. Nicht nur theoretisch, sondern auch praktisch auch bauen würde. Ich weiß nicht, ob ich das wirklich so daraus bauen werde. Mal gucken. Ich wollte schon wieder hier dahin. Zu dem Ding, zum Kompaktlager, um da Dinge reinzuwerfen, die einfach nicht reingehören. Jedenfalls gerade nicht. So. Ja. Es soll ja auch ein bisschen weiter von da noch losgehen. Also wir müssen gar nicht so wahnsinnig hoch hier gehen. Hier vielleicht schon, aber hier nicht unbedingt. Hier, ja, hier. Hier sollten wir vielleicht noch ein bisschen den Rand nochmal. Habe ich nicht gesagt, ich habe alle Bäume gefällt? Ja, die mich stören, scheinbar doch, dann doch nicht alle. Das ist sehr verwerflich. Ja, wieder Selbstgeißelung mit Lakritzstecken steht wieder an. Na komm. Allzu schön ist. Weil es halt auch überhaupt nicht laut ist. Und überhaupt nicht nervig. Bleibst du liegen? Nicht noch mehr zerstören hier. Ich bin froh, dass es wieder nachgewachsen ist. Der Waldboden. Komischerweise, da wo was anderes noch im Bau geplant ist, geplant, es ist ja noch nicht im Bau, da wächst komischerweise nichts. Also nur ganz wenig und ganz langsam. Also das finde ich schon ein bisschen komisch. Was ist das? Was soll das denn? Achso, hier hat ein Baum gestanden. So ein Frischling. Ein Frischling. Natürlich. So. So, das war's wieder. Na, wohl auch Zeit. Gut. Jetzt müssen wir gleich noch irgendwo her noch ein bisschen. Nein, das. Ist das. War das richtig? Ja, das war richtig. Alles gut. Das war richtig. Das war richtig, richtig. Ja, wie so ein. Ach, lecker. Wie so ein Kaminbesen. Boah, bleh. So, jetzt brauchen wir noch mehr Erde. Wo soll ich denn die hernehmen? Ach hier, von hier. Klar, das wollte ich ja eh noch wegmachen, ne?
Das wollten wir eh noch. Dafür haben wir auch den Weg gebaut. Nicht nur dafür, aber auch dafür haben wir den Weg gebaut, damit wir hier das Ding überhaupt hier hochkriegen. Sieht schon wieder ein bisschen falsch an, ne? Aber da gibt es auch was von Ratiofarm. So. Oder von Pfizer, alternativ. So, komm. Weiter. Nein, so alt bin ich noch nicht. So, komm. Wollen wir hier erstmal ein bisschen Erde wieder abbuddeln? Vielleicht, na, es reicht bestimmt noch nicht. Wo ist denn meine ganze Erde? Ich habe doch da, in der Wüste habe ich doch so wahnsinnig viel Erde abgebuddelt. Wo ist denn die hin? Eingelagert habe ich die nicht. Und verwurstet habe ich die auch nicht, soweit ich weiß. Aber was weiß ich schon? Ich bin ja alt. Und vergesslich. Hier. Ja, hier sollten wir vielleicht auch nochmal ein bisschen. Weißt du, bald können wir uns den Weg da sparen. Nein, Quatsch. Machen wir natürlich trotzdem. Den Weg machen wir trotzdem fertig. Denn wir werden ihn auf jeden Fall trotzdem benötigen. Das ganze Lehm. So viel Lehm hier. Viel zu viel Lehm. Das geht doch nicht. Das kann man so nicht machen. Okay. 87 Erde. Ich glaube, das wird erstmal ein bisschen reichen. Nee. Wäre schön, wenn. So, und hier auch noch einen zwischen. Und dann müssen wir den ganzen auch noch um einen erweitern. Hier vielleicht auch noch mal so ein bisschen. Damit das Ganze ein bisschen entspannter aussieht. Dann kann man es schon so machen. Dann ist das auch okay. So, hier noch den. Schade, der Kreosotbusch. Die sind ja eigentlich ausgestorben. Obwohl es eigentlich keine Kreosotbüsche sind, aber das waren mal einst welche. Irgendwann mal. So. Dann hier vielleicht noch so ein bisschen. Vielleicht noch von hier eventuell. Vielleicht so herum noch. Ja, das kann man schon ganz gut so machen. Ich glaube, das geht. Und so und so. So. Das sieht doch schon mal ganz, ganz scheppig aus. Aber ist auch nicht, ist auch nicht so schlimm. Es ist ja nicht so schlimm. Langsamer sprechen, Maki, langsamer. So, jetzt wollen wir mal ein bisschen Magas geben. Damit wir vielleicht auch mal fertig werden. Das wäre echt schön. Aber hey, es ist auch äußerst unwahrscheinlich, dass wir jemals fertig werden. In der ersten Staffel sind wir auch nicht fertig geworden. Ist so, ist so. Sorry, wenn ich das so direkt sagen muss, aber da war ich auch alles andere als der Schnellste. So, jetzt vielleicht, wenn man jetzt, hier wächst schon wieder die Kacke nach, da ist ja unglaublich. Wieder genau da, wo ich sie weggehauen habe. Hier stand nämlich auch einer. Und hier? Ja, genau hier, genau hier. Vielleicht auch hier. Nein, hier. Hier stand er. Hier stand, jetzt wächst er schon wieder nach. Mistbach. Mistbalk. Oh, ich hasse Kinder. Wegen Kopper. So. Nein, Quatsch. Obwohl, ja, vielleicht. So. Jetzt müssen wir mal gucken, wie kommen wir am besten jetzt dort oben drauf. Ich würde ja fast behaupten, dass der ganze Quatsch hier schon mal weg kann. Dann muss der nochmal wieder ein Stück zurück. Hallo? Hallo? Wo bleibt denn der da hängen? Oh, ja. Natürlich. Entschuldigung. Den habe ich schon wieder ganz vergessen. So, jetzt reicht's aber. Und diesen, wo sollte der denn eigentlich hin? Hier ist auch gar kein Lehm. Ach doch, hier. Da ist Lehm. Gut, ah, den hätten wir jetzt sowieso rausgebuddelt. Von daher ist das auch völlig wieder Mumpitz, was ich hier mache. Na egal. So, eins. Ja, vielleicht eins. 2, 3, 4, dann. Oh, da müssen wir ganz scharf darum. 1, 2, 3, 4. Das ist eine. Ist das auch eine 4er Breite? Eine 5er Breite wetten. 1, 2, 3, 4. Nein, ist 4. Sehr gut. Das ist doch schon mal sehr erfreulich. So, und 2, 3, 4. Dann muss der Kappe es gleich wieder raus. Ja, das geht, das geht, das geht. Das kann man so machen. Das ist gut. 1, 2, 3, 4. Eigentlich können wir hier auch schon anfangen.
Das machen wir. Das machen wir. So. Jetzt steht er natürlich wieder ein bisschen zu weit weg. Ich will mal mehr ran. Nein, Ding, das, wir nehmen jetzt nicht für jeden einzelnen Stein hier ins Skizzieren. Ne? Von daher, also den Kompaktladern nehmen wir jetzt nicht für jeden einzelnen Feuerstein. Das wäre ja wirklich Quatsch. Ich bin zwar ein faules Stück, aber so faul bin ich auch wieder nicht. So. So, komm. Na, dann hier. 1, 2. Den und den. Ne, der müsste eigentlich auch noch weg. Der würde mich dort optisch, glaube ich, ein bisschen penetrieren. Und ich finde so eine Penetration nicht sonderlich angenehm. So. Nehmen wir den noch weg? Nehmen wir den weg oder lassen wir uns penetrieren von dem? Ich bin mir gerade nicht... ich weiß gerade nicht so genau. Ne, der muss ja weg. Der muss weg. Daher, hier kommt ja noch was anderes hin. Dann kann er weg. So. Der muss auch weg. Schade. Der hat mich... Also, an dem habe ich ein bisschen gehangen. Meistens mit dem Fuß. Oder mit dem Nagel. Oder glatt mit dem Fußnagel. Wow. So. So, 1, 2, 3, 4. Das heißt, der hier muss weg und der muss weg. 1, 2, 3, 4. Das heißt, der ist hier schon ganz richtig. Das ist okay so. So, so. Ah, jetzt ja. Ja. Na, das wird doch. Das wird. Ferdinand, du kannst schon bald deine Holzbäume. Kennt jemand auch Plastikbäume, die man fällen kann? Ich meine, die man dann auch notfalls auch in den Ofen reinschmeißen kann, die dann auch richtig schön Wärme bringen. Meistens so mollige, ums Herz eventuell. Plastikbäume gibt es ja. Man kann sie notfalls auch verfeuern. Machen wir aber nicht. So. Können wir hier vielleicht noch eine Kurve, vielleicht auch noch irgendwie... Oh, das ist ein bisschen knapp für eine Kurve, ne? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Es wird ein bisschen sehr knapp für eine Kurve. Vielleicht noch ein bisschen mehr. So. So. So und vielleicht so. So könnte ein Schuh draus werden. Das wäre schön. Ich habe nur ein paar. Hallo? Was machst du da? So, ich habe hier ein Stück Erde auf seine Schippe draufgeschmissen. Mein Gott. So, wie viel brauchen wir jetzt? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ich wollte nur 8 Rampen. Das ist gut. Haben wir schon irgendwo Rampen? Ich bin der festen Überzeugung, dass wir irgendwo Rampen schon hingeballert hatten. 10 Stück. 10 brauchen wir nicht, wir brauchen nur 8. Maggi. Maggi? Ja. Gut. Jawohl. Dann kommen wir schon gleich mit dem Rampenheinz dahin. Ich bin ja Rampenheinz, ich trage ja die Rampen hier. Mit dem Bullkopf. So, 1, 2, 3 und 4. Hier auch nochmal. 1, 2, 3, 4. Schon bald wieder Weihnachten, ne? Was soll denn das hier? Habe ich den wieder daneben geschmissen? Ist ja unglaublich. Ich bin auch eine Maus. Ein Saum. Das ist mir alles ein bisschen zu weit da drin, glaube ich. Ich möchte das noch ein bisschen weiter hier... Ach ja. Stimmt, da war ja was. Ist das denn so schlimm? Das glaube ich gar nicht mal so schlimm. Weißt du, die Ecke, die wird einfach ein bisschen angepasst. Um 2. Oh, natürlich ist wieder Leben drunter, natürlich. Was auch sonst. Oder um 3. Also um 3 Uhr nachts wird die Ecke erst angepasst. Ist auch nicht so schlimm. Da schlafen eh die meisten. Können dann aufstehen und sich beschweren. So, 1, 2, 3. Dreimal Leben. Na komm, 1, 2, 3. So, machen wir hier auch noch. Dann kommt das ein bisschen weiter hier rein, würde ich sagen. Oder? Ja, doch. Das ist eine gute... Ist eine außerordentlich gute Idee. Saustück. So. So.
Schmeiß ich eigentlich immer daneben? So ein Quatsch. Ich bin, glaube ich, heute nicht sonderlich treffsicher. So, dann wollen wir mal gucken. Wie können wir denn hier am besten jetzt rüberstampfen? Wir stampfen einfach mal drauf los. Warum auch nicht? Was können? 1, 2, 3, 4. Ja, siehst du? So schnell geht das. Dann könnte man... Warte, wir müssen noch einen rüber. Warum müssen wir noch einen rüber? Das ist ja... ist ja verwerflich. Ich hoffe, hier ist nicht wieder irgendwo Leben drin. Das wäre echt nicht schön. So, eventuell so. Ja, ja, ja. 1, 2, 3, 4. Ach, der kommt. Komm, der kommt ja auch noch weg. So, dann haben wir hier ein bisschen Platz zum Atmen. Ja, also ein bisschen mehr Platz darf es dann doch noch sein. Das wäre schön. So, zum Beispiel. Hier hätte ich natürlich wieder Leben. Ja, könnte man, wenn man so wollte, aber ich glaube, ich will das gar nicht so. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob ich das wirklich so will. So, so, so. Ja, das kann man schon so vielleicht anbieten, das ginge. Das könnte... Das ist ja völlig unnötig, ne? Eigentlich, was ich gerade mache, ne? So ein bisschen schon. So. So passt das. So, nimm deinen Arsch aus dem Gekrösel, renn ein bisschen schneller, Typ. Natürlich ist ja auch noch Leben. Natürlich ist ja überleben. Da nicht mehr, aber hier schon. Alter. Dieses Lehmvorkommen. Also, es geht mir echt langsam auf den Zeiger. Dieses komische Lehmkackzeug. Das vergräbt sich aber überall. Überall, wo du es nicht brauchen kannst. Ah, das ist ja schon ein bisschen. Ja. So. Natürlich. Na sicher. Da war. Hallo. So? Jetzt geht's aber, ne? Ja, gut. Das ist ja ein bisschen. Ja, also manchmal. Echo und seine Steine. Und meine Beine. Da, gut, da habe ich nicht hingezielt, aber okay, das geht schon in Ordnung. So, dann haben wir das auch schon mal ganz gut so gelöst. Das möchte ich den so behalten da oben. Ja, 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 vielleicht auch nicht. Nee. Also ich schmeiß mal daneben. Also heute ist mit mir nicht, also heute bin ich nicht gut drauf, scheint mir. Obwohl, eigentlich doch, eigentlich bin ich heute ganz gut drauf. Außer, dass ich vorher schon, naja, knapp 5 Stunden schon die Lager sortiert habe und aufgeräumt habe. Damit mir etwas wie ein Einst, also mit Einst meine ich neulich, erspart bleibt. Nämlich, dass ich die Folgen nochmal nachkontrollieren muss, beziehungsweise nochmal herumschnippeln muss, dass sie wieder synchron werden. Das, ja, das lag hier dran. Ich habe die Aufnahme direkt gestartet, als hier gerade ein Leck war. Das hat die beiden Spuren durcheinander gebracht. Die waren beide total verschoben. Naja. Gut, hier den, der kann auch weg. Der sieht da nicht schön aus. So. Das möchte ich auch fertig haben, diese Folge, ne? Also, das ist wohl das Mindeste. Zack, 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 zack. Jawohl, jawohl. Bluff, 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 bluff. Gut, gut. Ja, so kann man das doch schon mal machen. So ist das okay. Ah, schön, wie Natur vor allem in die Luft fliegt. Das ist echt, echt schön. Schön mit anzusehen. Das ist ein erbaulicher Anblick. Naja, geht so. Geht so, Imhotep, geht so. Hier noch und, ja, komm, hier auch nochmal. So. Dann muss aber gut sein mit der Stampferei. Ja, komm, hier vielleicht nochmal ein. So. Hier jetzt. Und eventuell hier noch. Na, wird ein bisschen knapp, ein bisschen eng, aber ich glaube, weißt du was? So. Jetzt ist da nichts mehr knapp und nichts mehr eng. So geht das. Dann können wir hier auch ganz gut gleich die Mauer auch noch. Welche Mauer? Ich brauche hier gar keine Mauer.
Nase juckt. Ich krieg bestimmt heute noch eins drauf. Mindestens eins. Vielleicht sogar zweit. Ach, jetzt können wir schon runterfahren. Das ist schön. Dann wollen wir gleich mal runterfahren. Was mache ich denn eigentlich für einen Quatsch? Was mache ich denn? Ich wollte doch eigentlich die Rampen bis hier vorne hinlegen, oder? Wollte ich doch machen ursprünglich. Deswegen habe ich doch das alles überhaupt so krumm und schief hier gemacht. Mann, Marc, denk doch mal ein bisschen mit. Es ist ja... Also, weißt du, denk doch mal mit. Ja, ja, da habe ich meine Schwierigkeiten mit. So. So, eventuell hier so. Der könnte eigentlich auch hier... Ach nee, hier soll er nicht anfangen wegen... Ne, wegen dem... Vielleicht auch so. Und, so. Und so. Vielleicht auch noch so. Das muss aber reichen. So, jetzt gucken wir nochmal. So ist das schon ganz schick. Hier können wir schon mal wieder stampfen. Dass der hier auch hier ist. Hier müssen wir dann anfangen, die Rampen dran zu setzen. Das können wir machen. Ja, das können wir machen. Das werden wir auch machen. 1, 2, 3, 4. So, die kommen weg. Was? 1, 2, 3, 4. Ist richtig. Das ist richtig. Das ist richtig. Das ist okay. So, gucken wir hier auch nochmal. Der müsste ja noch weg. So, dann ist das hier so auch ein bisschen scheppig, aber das ist noch okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das heißt, 2,5. Wie viel brauchen wir eigentlich? 1, 2, 3, 4. Wir brauchen nur 4. 1, 2, 3, 4. Na komm. Jetzt haben wir ein bisschen umsonst gearbeitet, aber das gehört auch dazu. Man muss auch mal wieder den Mut haben, etwas abzureißen. Ich schmeiß doch eh wieder daneben. So. Um es später wieder neu aufzubauen. Ich glaube, den Mut muss man einfach haben. Auch in Echo. Das gehört einfach dazu. So. 1, 2, 3, 4. So, und jetzt müssen wir hier den Kappes noch wegkloppen und das machen wir auch nochmal schnell. So, der kann tatsächlich nicht da bleiben. Sorry. Du auch nicht. Tut mir leid. So, dann haben wir die Steine schon mal abgebaut. Das ist ganz gut. Dauert zwar noch ein bisschen, bis sie klein sind, aber das geht schon. Habe ich da nicht gerade drauf gehauen? Ach, der muss nicht. Gut, der muss nicht. Den möchte man ein bisschen kleiner machen. Und Skizze ist da oben. Ich sage immer, Skizze ist Kopaklader, aber Skizze ist die originale Übersetzung. Die originale Übersetzung. Die Originalsprache. So, den. 1, 2, 3, 4. Ach, jetzt sind wir schon auf dem Boden der Tatsachen angekommen. Das ist doch schön. Dann können wir hier jetzt den Müll hier noch wegbuddeln. Ja, ein paar Steine müssen noch weg. Für die Einfassung, die wir da auch haben, die möchten wir aber nächste Folge erst machen. Weil diese Folge kriegt schon wieder so Überlänge. Es ist ja unglaublich. Okay, immer ruhig bleiben, Marki. Immer schön ruhig. Immer mit der Ruhe. Keine Panik! So. Gut, dann... Den, jetzt möchte ich nochmal schaufeln und dann nochmal hier den. Ja, das passt schon. Das machen wir noch schnell zu Ende und dann haben wir es auch gleich schon geschafft. Hier möchte ich vielleicht dann doch schon ein bisschen... Ich möchte eigentlich ein bisschen breiter sein hier vorne. Obwohl ich eigentlich schon recht breit vorne rum bin, aber so breit auch wieder nicht. So. 1, 2, 3, 4. Es könnte immer ein bisschen mehr sein, ne? So. Gut, dann haben wir das. Und nächste Folge, würde ich sagen, machen wir hier den Restweg noch fertig. Der muss ja auch noch ein bisschen angeglichen werden, damit wir auch hier direkt vorfahren können. Dass es ein bisschen verkrippelter ist. Ja, das gefällt mir selber nicht so gut. Ich überlege gerade, ob ich nicht die ganze Wand hier nochmal weghaue, bis hier vorne hin, bis zu dem Absatz. Ja, bis hierhin, aber das wäre, glaube ich, zu viel. Vielleicht von hier so könnte man vielleicht noch abnehmen. Das könnte man machen, damit man hier nicht so ganz so in die Steilkurve hier rein muss. Steilkurve vor allem, weil so wahnsinnig steil ist. Gut.
Also nächste Folge machen wir vielleicht diese Wand mal weg. Kann passieren. Und dann machen wir hier auch unten weiter. Und vielleicht auch mit der Wand, das wäre auch ganz schön. Mit der Einfassung ist ja da ganz schön geworden. Ne? Und dann würde ich einfach mal sagen, bis zur nächsten Folge Echo und gehabt euch wohl.